Ein Waschbär in der Einkaufspassage. Füchse auf der Terrasse. Nutrias vor der Haustür. Sie alle suchen ihre Nischen, einen Platz zum Leben in einem außergewöhnlichen Umfeld. Das wird die nächste große, schwere Aufgabe, die wir haben mit den Nutrias. Die sind ja so zutraulich, die springen einem ja wirklich förmlich in den Arm. Der Stadtdschungel lockt immer mehr Arten an. Denn hier warten ein reich gedeckter Tisch und viele Lebensräume. Es scheint so zu sein, in Deutschland tatsächlich, je größer die Stadt, desto mehr Tierarten. Etwa 10.000 vermuten Wildökologen in deutschen Großstädten. Die meisten bleiben unsichtbar. Doch wer genauer hinsieht, entdeckt zwischen Straßen und Häusern eine bunte Artenvielfalt. 35, 36, 37, 38, 39, Watch 1, Watch 2, Watch 1, Watch 4, Watch. Das ist natürlich ein Phänomen, dass wir so viele Fledermäuse haben. Wenn man unsere Gemeinde vorstellt, kann man sagen, immer, wir haben mehr Fledermäuse als Einwohner. Morgens um 9 in Burg bei Magdeburg. Stadtjäger Marco Klapper unterwegs in seinem Revier. Ob Füchse, Marder oder Wildschweine, fast täglich gibt es für ihn einen neuen Einsatz. Immer wieder zwischendurch ist hier irgendwo was. Es geht schon jahrelang, aber in den letzten Jahren vermehrt. Denn wenn sich Wildtiere einmal in eine Stadt verliebt haben, ist es schwer, sie wieder loszuwerden. Erste Station an diesem Tag, der Stadtpark von Burg. Da sitzt einer. Aber das sind ja 30, 40, 50 Stück. Doch es sind nicht die Stockenten, die dem Stadtjäger Kopfschmerzen bereiten. Auf dem Stadtteich am Flickschuhpark haben Nutrias seit einigen Jahren ihre Zelte aufgeschlagen und sich an die Menschen in der Stadt schon gewöhnt. Das wird die nächste große, schwere Aufgabe, die wir haben mit den Nutrias. Die sind ja so zutraulich, die springen einem ja wirklich förmlich in den Arm. Das ist ein Wurf zum Beispiel von diesem Jahr. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt ca. 30, 40 Tiere hier auf der Insel mittlerweile beherbergen, werden wir höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr über 100 haben. Und die könnten den gesamten Park ins Wanken bringen. Denn Nutrias bauen tiefe unterirdische Gänge, in denen sie ihre Jungen aufziehen. Bereits jetzt haben die Tiere den zur Landesgartenschau 2018 sanierten Parkteich an vielen Stellen gefährlich unterhöht. Und hier wurden mehrere hunderttausend Euro an Steuergeldern investiert. Und jetzt ist es so, dass die lieben kleinen Nutrias, die hier so schön am Betteln sind und das zu fressen haben wollen, die Insel zum Beispiel hier mitten im See schon so weit geschwächt haben, dass wenn man hier drauf laufen würde, stets und ständig einbrechen würde und die gesamte Insel hier eigentlich schon gar nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Angelockt wurden die Nutrias dabei durch die Menschen selbst. Denn den äußerst zahmen und putzigen Tieren zu widerstehen, ist schwierig. Mittlerweile ist das Füttern verboten und Marco Klapper hofft, dass er nicht zur Waffe greifen muss und ein strenger Winter den Bestand zurückdrängt. Andere Tierarten bringt der Winter erst recht zum Vorschein, denn er treibt sie vom kühleren Stadtrand in die wärmeren Innenstädte. Der Weihnachtsmarkt in Erfurt. 2019 spaziert hier ein Waschbär durch die Shoppingmeile. Es sind außergewöhnliche Momente. Und trotzdem zeigen sie, wie weit Wildtiere die Städte schon erobert haben. Also es ist so, dass man auf jeden Fall damit rechnet, dass es wahrscheinlich in den nächsten Dekaden zu einer flächenhaften Verbreitung des Waschbären in Deutschland dann wirklich auch dann gekommen ist, wenn man jetzt sozusagen die Zukunftsbrille aufsetzen möchte. Das ist sozusagen nur noch eine Frage der Zeit. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Hier untersuchen Wissenschaftler wie Robert Hagen die Ursachen der zunehmenden Tierwanderungen in die Stadt. Aufgrund seiner Ernährung zählt dabei der Waschbär neben Fuchs und Marder zu den mit Abstand erfolgreichsten Eroberern der Großstädte. Von der Ernährung muss man sagen, dass gerade eben Spezies, die halt sowohl sozusagen pflanzliche Kost als auch
sozusagen tierische Kost konsumieren, dass die halt im Vorteil sind. Das nennt man dann sozusagen eine omnivore Ernährung, also oder auch Allesfresser könnte man sagen. Das heißt, sie nehmen eben das, was sie bekommen können. Und das ist in urbanen Bereichen eben ein sehr, sehr großer Vorteil. Davon profitiert neben Fuchs und Waschbär auch zum Beispiel das Wildschwein. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das Wildschwein ist für Städte eigentlich zu groß. Das heißt also, eine Eigenschaft, die halt von Vorteil ist für sozusagen erfolgreiche Tierarten in Städten, ist eben auch die Größe. Waschbären sind vielerorts bereits zur Plage geworden und werden bejagt. Und so endet auch der Ausflug des Waschbären auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt in einer Falle. Doch Waschbären sind keine Kuscheltiere. Erst nach einer Viertelstunde und jeder Menge Mut gelingt es, des wilden Tieres habhaft zu werden. Später wird der Waschbär erschossen. Einer von jährlich Zehntausenden, die Jäger in Deutschland erlegen. Dabei ist die Zahl der getöteten Tiere in den letzten 20 Jahren dramatisch gestiegen. Von 8.000 auf derzeit über 200.000. Das ist das 25-fache. Und trotzdem werden es seit Jahren immer mehr Waschbären. Auch im Revier von Monika Kamprad in Bernburg. Also ich hatte am Sonntag wieder einen drin und heute nächsten. Also das geht manchmal Schlag auf Schlag und manchmal gehen sie 4 Wochen, da passiert gar nichts. Sie haben auch keine natürlichen Feinde. Und das ist eigentlich das Schlimme. Und deshalb können die sich auch unkontrolliert vermehren. Nur der einzige Feind ist eben der Mensch. Ja, ja, eigentlich ist das nicht so mein Ding. Doch die aus Nordamerika eingeschleppten Waschbären bedrohen inzwischen die heimische Tierwelt. Vor allem seltene Singvögel und Kleinsäuger. Deshalb greift Monika Kamprad regelmäßig zur Waffe. Bringerbord. Nein, so ist brav. Überall in Deutschland kämpfen Jäger inzwischen gegen die Vermehrung der Waschbären. Ehrenamtlich und oft mit großem finanziellen Aufwand. Sie brauchen die Falle. Die haben wir jetzt hier von einer Yachtgruppe, vom Yachtkollektiv gekauft. Da haben wir mehrere Fallen stehen. Ja, und da geht das. Haben sie eben nur die Munition und den Zeitaufwand praktisch. Nimm mal Bord, na komm! Doch während eine intensive Jagd draußen in Wald und Flur vor allem seltenen heimischen Tierarten zugutekommt, geht es in der Stadt um ganz andere menschliche Probleme mit den Waschbären. So ist fein. Auch in Burg versucht Marco Klapper mit einer intensiven Fallenjagd die Ausbreitung der Waschbären im Stadtgebiet zu bremsen. Doch die Tiere sind nicht auf den Kopf gefallen und haben dazugelernt. Also es geht dann so weit, dass die Tiere in die Falle reingehen, die Falle zuschnappt, das Tier sich noch nicht mal mehr erschrickt, sondern ganz genüsslich den Köder frisst und dann sich an die Falle macht und auf der anderen Seite wieder ganz normal rausläuft. Man sagt zwar immer der schlaue Fuchs, aber viel schlauer ist der Waschbär. Doch Waschbären haben nicht nur gelernt, Fallen zu öffnen. Auch Mülltonnen sind kein Problem mehr für die neuen Stadtbewohner. Noch vor 100 Jahren gab es in Deutschland nicht einen Waschbären. 1934 wurden 4 Exemplare ausgesetzt. Später sind weitere aus Pelztierfarmen geflüchtet. Inzwischen sind es über 1,3 Millionen in freier Wildbahn. Und viele haben sich an das Stadtleben perfekt angepasst. So, haben wir's? Ja, haben wir. Alles klar. Marco Klapper hat inzwischen seine Fallen so umgebaut, dass kein Waschbär mehr entwischen kann. Finger weg. Seit 4 Jahren hat auch Tobias Hitschke mit den Tieren im Garten zu kämpfen. Sie plündern Obstbäume oder Gemüsebeete. Und als geschickte Kletterer rauben sie selbst Singvögelnester in den Wipfeln der Bäume aus. Ich habe beispielsweise ein Nest da vorne liegen, das kam da vorne aus der Tanne raus. Weiß nicht, was das muss eine Amsel gewesen sein, oder was die da mal gebrütet hat. Menschen sollten bei einer Begegnung mit einem Waschbären vor allem auf eines achten: Abstand.
Denn es bleiben Wildtiere und als solche können sie ähnlich wie der Fuchs Krankheitserreger übertragen. Aber wie hält man sie fern? Wer Mülltonnen fest verschließt, kann ihnen den Zutritt zum Grundstück verwehren. Auch dichte Zäune sind bei vielen Stadttieren wie Wildschweinen ein wirksames Mittel. Doch manchmal bringt auch der beste Schutz nichts. Deshalb gibt es nicht nur im Wald, sondern auch in der Stadt Problembären. Ja, und das geht gerade bei jungen Häuslebauern geht es sehr, sehr schnell. Wenn irgendwo ein Waschbär in ein Haus mit einzieht, in den Dachbereich oben mit einzieht, dass sie Dachziegel anheben und die Dämmung zerstören, da sind sie ganz schnell im fünfstelligen Bereich. Ja, und dann sind wir auf den Plan gerufen, da so schnell wie möglich Abhilfe zu schaffen. Und so ist inzwischen mancherorts jeder tote Waschbär ein guter Waschbär. Anders ist das in Dresden. Hier kämpft Jacqueline Gräfe ehrenamtlich um jedes verletzte, verunfallte oder kranke Eichhörnchen. Es sind alles Findelkinder aus der Stadt, die ohne menschliche Hilfe nicht überlebt hätten. 68 Tiere waren es allein im letzten Jahr. Und in diesem Winter sind es besonders viele. Wir schieben das aber auf diese Verbindung mit Corona, weil viele Menschen zu Hause waren, weil die Menschen mit ihren Kindern in der Natur sind. Und die haben wirklich Tiere gefunden, so hat man nach kein Jahr. Ne? Gut für die Tiere, für uns richtig viel Arbeit. Denn die geschwächten Tiere müssen rund um die Uhr versorgt werden. Bohne ist gerade einmal 6 Wochen alt. Jacqueline Gräfe muss ihn nicht nur 4-mal täglich füttern, sondern auch in allen anderen Dingen die Eichhörnchenmama ersetzen. Das heißt auch, nach jeder Mahlzeit eine Bauchmassage zur Entspannung. So, das reicht. Hast recht. Und da ist es nämlich ganz wichtig, nachdem wir die kleine Gusch geputzt haben, die Tiere können bis zum gewissen Alter noch gar nicht alleine pullern. Das übernimmt die Mutti in der Natur. Und das müssen wir als Menschen machen. Und bei den Jungs, das ist ja ein Junge, muss man auch ganz sehr aufpassen, die wollen uns immer bemogeln, dass auch die Blase wirklich richtig entleert wird. Na, und das mache ich auch eine ganze Weile, damit die auch keine Blasenentzündung bekommen. Also der Urin muss immer komplett raus. Aber die machen sich richtig gut. Ich bin ganz happy drüber. Durchschnittlich 14 Wochen päppelt Jacqueline Gräfe die Kleinen in ihrer Wohnung auf. Danach bekommen die Tiere ihre Freiheit zurück. Hallo. Zuerst geht es in eine Auswilderungsvoliere. Hier können sich die noch unerfahrenen Wildtiere mit anderen Artgenossen an die neue Umgebung gewöhnen. Jacqueline Gräfe ist eine von über 200 Mitarbeitern des Eichhörnchen-Notrufvereins, die sich in 150 Städten ehrenamtlich um Wildtiere kümmern und für ein völlig neues Verhältnis zwischen Mensch und Stadttier stehen. Denn so wie Waschbären plündern auch Eichhörnchen Singvogelnester. Bejagt werden sie trotzdem nicht. Also diese Verbreitung von Tierarten führt immer zu Spannungen. Also es sind Spannungsfelder in uns Menschen sozusagen, aber auch sozusagen zwischenmenschlich. Das hängt immer auch natürlich da ganz davon ab, welche Erfahrungen wir mit Wildtieren gemacht haben in der Vergangenheit. Und wo wir auch sozusagen Kontakt mit Wildtieren haben. Diese Kontakte werden vermutlich zunehmen. Denn nach wie vor zieht es immer mehr Wildtiere in die Nähe der Menschen. Neueste wissenschaftliche Ergebnisse der Berliner Forscher belegen sogar, je größer eine Stadt, umso mehr Wildtierarten leben in ihr. Berlin. Hier leben mittlerweile über ein Drittel aller 98 in Deutschland vorkommenden Säugetierarten. Und für einige Berliner sind die wilden Nachbarn inzwischen zu einer neuen Freizeitbeschäftigung geworden. Selbst bei strömendem Regen ist Bernhard Hinsch den Tieren auf der Spur. In seinem Garten hat er Kameras installiert und damit bereits über 1500 Fotos geschossen. Vom Leben der Wildtiere mitten in Berlin. Der Fuchs hat hier irgendwann seine
einen Wurf mit 4 Welpen gehabt im Frühjahr. Und der sonnt sich gerne so irgendwie da drüben. Im Winter kommt die Sonne früh morgens da drüben schon hin. Da sitzt er dann gerne. Wenn man sonntags aufsteht, dann ist er schon da. Seitdem die Kameras seinen Garten observieren, ist auch klar, weshalb immer wieder die Schuhe von der Terrasse verschwinden. Bernhard Hinsch ist einer von 1000 Berlinern, die im Auftrag des Leibniz-Institutes für Zoo- und Wildtierforschung das Leben von Säugetieren in der Stadt beobachten. Ein deutschlandweit einmaliges Projekt von Wissenschaftlern und Bürgern mit vielen Aha-Momenten auf beiden Seiten. Und ich fand das super interessant. Und mir persönlich ging es so, dass ich über das, was ich da so gelernt habe über meinen Garten und das Umfeld, einfach mir Spaß gemacht hat, weil das meine Kenntnis dessen, was so um mich herum passiert, erweitert hat. Und auch ich das erstaunlich fand, wie sehr in einer dicht besiedelten oder mehr oder weniger dicht besiedelten Stadt wie Berlin eben sich Wildtiere ganz offenbar ihren Lebensraum gefunden haben. Die Stadt bietet viele Annehmlichkeiten, von denen Wildtiere auf dem Land in Zeiten von Monokulturen und überdüngten Feldern nur träumen können. Aufgrund des üppigen Nahrungsangebotes brauchen sie in der Stadt auch viel kleinere Reviere. Deshalb leben hier auf gleicher Fläche bis zu 15 Mal mehr Rotfüchse als draußen im Wald. Weil der ursprüngliche Lebensraum vieler Wildtiere immer kleiner geworden ist, Straßen und Siedlungen ihre alte Heimat zerschneiden, treibt es immer mehr Arten vom Land in die Städte. Und auch diese haben sich gravierend verändert. Zuerst verschwanden die Stadtmauern, danach die alten Stadtstrukturen, vor allem mit der Industrialisierung im 20. Jahrhundert. Denn aufgrund des enormen Bevölkerungszuwachses mussten Architekten Wohnanlagen nun völlig anders planen. Und es gab da das Konzept der Gartenstadt mit einer funktionalen Trennung von Räumen. Das heißt also, Menschen haben dann an bestimmten Plätzen in der Stadt gearbeitet, an bestimmten Plätzen in der Stadt eben gelebt. Und das könnte auf jeden Fall ein Öffner gewesen sein, weil dann bestimmte städtische Räume nur noch zu einer bestimmten Zeit von Menschen genutzt worden. Und dadurch natürlich die Tür offen stand für Wildtiere. Und eben diese Auflösung dieser sozusagen engen Struktur, den Schaffen von diesen funktionalen Trennungen, ist dann eigentlich, sind die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts zu sehen, weil ab da gab es eigentlich in der Stadtplanung immer den Ruf nach mehr Grün, nach mehr Freiräumen, auch nach mehr urbanen Freiräumen. Und das war dann sozusagen eben wirklich der endgültige Türöffner für Tierarten wie den Fuchs. Doch anders als Rotfüchse leben die meisten Wildtiere in der Stadt extrem versteckt und werden vom Menschen kaum wahrgenommen. Magdeburg. Lockdown und Corona-Krise. Auch das Parkhotel Herrenkrug ist davon betroffen. Wo sonst Touristen entspannen und gesellig beieinander sitzen, herrscht jetzt eine große Leere. Zumindest auf den ersten Blick. Denn Ornithologen wie Herbert Bielang entdecken auf dem verwaisten Gelände nun ganz andere Gäste. So, hier direkt am Stamm sieht man denn, ja, bei diesen Lichtverhältnissen schemenhaft, wie sie denn da den Tag verdösen. Die haben uns längst entdeckt. Direkt vor dem Hotel verschlafen Waldohreulen ihren Tag. Mehrere Dutzend Tiere leben derzeit in Magdeburg. Herbert Bielang findet sie meist nicht in den Wipfeln der Bäume, sondern unten am Boden. Denn hier landen ihre Gewölle, die unverdaulichen Nahrungsreste aus ihren nächtlichen Beutezügen in der Stadt. Hier sieht man diese Gewölle, das helle hier sind die unverdaulichen Nahrungsreste, Knochen. Und daran können dann die Experten feststellen, welche Nahrung die Eulen zu sich nehmen. In der Regel echte Mäuse und Spitzmäuse, seltener Fledermäuse und Vögel. Also über 90% der Nahrung sind Kleinsäuger. Davon gibt es in den Städten oftmals mehr als auf dem Land. Deshalb hat es Waldohreulen auch schon lange vor Corona in unmittelbare Nähe des Menschen gezogen. 3,
Eier sind hier. Also das Auge muss ich erst ein bisschen dran gewöhnen. Das ist eine tüchtige Übungssache, aber dann nach und nach sieht man die dann. Gerfried Klammer kennt über 100 Waldohreulen-Schlafplätze in Sachsen-Anhalt. Seit 20 Jahren untersucht er systematisch das Phänomen und ist dabei vor allem auf Meldungen von Bürgern angewiesen. Heute ist er bei Dieter Heck in Stumpsdorf bei Halle. 21 Tiere hat der Hobby-Ornithologe hier entdeckt. Viele kommen von weit her, aus Skandinavien, Russland und selbst aus Sibirien. Wenn man abends in der Dämmerung mal hier ist auf dem Friedhof, das habe ich schon beobachtet, dann sind sie natürlich hier drüben an der Festwiese auf Jagd gegangen, konnte man sie schön sehen, sehr lautloses Fliegen. Aber im Garten im Sommer hatte ich schon mal, da kam der Abend so 3 Meter, war wie bei Edgar Wallace im Film. Ja. Bäume mit mehreren Tieren sind keine Seltenheit. Ganz gezielt steuern dabei Eulen, aber auch viele andere Vögel wie Elstern oder Krähen immer die gleichen Plätze in der Stadt an, um zu überwintern. Also Hauptgrund ist, dass dort genug zu fressen gibt. Wegwerfgesellschaft ist so ein Thema. Ja, an den Schulhöfen und überall gibt es wunderbar Fressen, was man dort weghaut. Und es gibt so eine Art Mikroklima in der Stadt. Also die Temperaturen im Winter sind meistens um 3-4 Grad wärmer, als wie das im Umfeld ist. Und das sind natürlich wunderbare Sachen, um gut zu überwintern und zu überleben. Gut getarnt lassen sich die Waldohreulen dabei von nichts und niemandem stören. Das trifft auch auf andere Stadttiere zu. Persönlich zu Gesicht bekommt man sie kaum. Doch einige von ihnen hinterlassen deutliche Spuren. Ist in Ordnung. Circa eine halbe Stunde. Ja, zurück nach Burg bei Magdeburg. Ein neuer Tag, ein neuer Einsatz für Stadtjäger Marco Klapper. Erste Station, der Friedhof von Burg. Hier war nachts eine Rotte Wildschweine unterwegs. Das ist von Freitag. Wir haben ja teilweise auch die Gräber kaputt gemacht. Also die Pflanzung und sowas. Ja, ja. Mhm. Da bin ich ja doppelt gefragt. Wir haben ja letztes Wochenende schon bei uns hinten einiges aufgebracht an Wild. Und auch 3 Stücke auf der Wiese gestreckt. Mhm. Und es müsste allerdings jetzt seit Sonntag Ruhe sein. Ja, ist auch Ruhe. Ja. Also die waren jetzt nicht nochmal voll stark. Ja, okay. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Wildschweine wieder zuschlagen. Das Problem, das schmackhafte Futter auf dem Friedhof. Engerlinge, Eicheln und Kastanien. Und ein Zaun, der für Wildschweine kein Hindernis darstellt. Hier oben wird immer fleißig gegossen. Feuchtigkeit ist da, Vegetation ist da. Und da sind natürlich auch die Engerlinge nachher. Und das riechen die natürlich, die Tiere. Und wollen natürlich irgendwo rein. Die wissen, da oben ist was zu fressen. Und suchen natürlich einen Weg, irgendwie durch eine Zaunanlage durchzukommen. Und dann heben die das halt einfach hoch. Die wissen mittlerweile, wie es geht. Und dann sind sie drin. Und zwar nicht nur die Schwarzkittel. Auch andere Vierbeiner haben entdeckt, dass Friedhöfe ideale Lebensbedingungen bieten. Mit viel Ruhe und reichlich Futter. Zwar gehören Rehe, anders als Wildschweine oder Füchse, noch zu den Raritäten in der Stadt, aber sie sind keine Allesfresser. Sie ernähren sich ausschließlich von pflanzlicher Kost. Deshalb sind Friedhöfe für sie die reinsten Paradiese. Auf dem Werkleitzer Friedhof in Barby sorgt das jedoch für Frust bei den Angehörigen der Toten. Denn Rehe sind Feinschmecker. Sie fressen nicht nur Gras, sondern vor allem auch die leckeren Blumen von den Gräbern. Auch vor dem Grab der Eltern von Edeltraut Naumann machen sie nicht Halt. Das ist seit 2 Jahren ganz schlimm. Ich habe gedacht, mein Gott, wer hat denn die ganzen Blüten hier abgeknipst? Das war so wie einfach nur abgerissen, so immer hier oben so abgeknipst und dann standen die Stiele so nach oben. Vor allem im zeitigen Frühjahr, wenn es draußen auf den Feldern noch wenig zu fressen gibt, zieht es die Rehe in die Stadt. Doch viel tun dagegen kann man nicht. Denn auf Friedhöfen ruht auch die Jagd. Und in Barby hilft den Rehen noch zusätzlich ein löchriger Zaun, jederzeit ein- und auszugehen. Trotzdem werden sich ihre Bestände,
anders als die von Füchsen oder Wildschweinen in Grenzen halten. Denn für die Stadt sind Rehe einfach nicht gemacht. Also Rehe passen auch von ihrem Verhalten ansonsten nicht gut zu unseren urbanen Bereichen, weil ein wirklich essentieller Wesenszug Flucht vor Gefahr darstellt. Und im Gegensatz zu uns Menschen ist sozusagen das Scharfsehen bei dieser Tierart nicht ausgeprägt. Das heißt, sie können Kontraste sehr gut wahrnehmen, aber eben keine Objekterkennung vollziehen mit ihrem Sehvermögen. Und das heißt, dass eigentlich jegliche Art von Bewegung oder Veränderung von Kontrasten für diese Tierart immer häufig bedeutet, okay, hier sollte ich im Zweifel besser weg. Und das erklärt auch das panische Verhalten, wenn Rehe wirklich mal in innenstädtischen Bereichen vorkommen. Sie verlieren dann sozusagen jegliche Selbstkontrolle und der einzige Weg, den sie sehen, ist Flucht. Und das machen sie dann sozusagen eben auch bis zur Selbstverletzung oder bis zur Selbsttötung. Und so bleibt die Stadt für viele Tiere auch ein heißes Pflaster. Trotzdem leben aktuell so viele Wildtiere im urbanen Raum wie noch nie zuvor. Und es gibt Orte, wo es mittlerweile sogar mehr Wildtiere als Menschen gibt. Die evangelische Kirche von Bischdorf in Ostsachsen. Hier hütet Wolfram Peuk seit über 40 Jahren einen Schatz. In der Kirchturmspitze treffen sich jährlich über 1000 Weibchen des großen Mausohres, einer streng geschützten Fledermausart, um ihre Jungen zu gebären. Es ist die vermutlich größte Geburtsklinik für Fledermäuse in Deutschland. Zurzeit sind jetzt 1155 Weibchen, 892 Jungtiere und 236 Alttiere, die ohne Jungen sind. Das macht zusammen 2283 Tiere. Im Zentrum von Bischdorf. Das ist natürlich ein Phänomen, dass wir so viele Fledermäuse haben. Wenn man unsere Gemeinde vorstellt, kann man sagen, immer, wir haben mehr Fledermäuse als Einwohner. Das ist also schon ein Kuriosum und ein großes Glück, dass wir diese Tiere hier haben, da sie in vielen anderen Kirchen so nicht mehr leben können. Anders als invasive Arten wie der Waschbär stehen Fledermäuse unter Schutz. Deshalb darf man sie weder töten, verletzen noch vertreiben. Als in Bischdorf der Kirchturm saniert werden musste, gab es so auch strenge Auflagen zu beachten. Doch die Bischdorfer hatten das Wohl der gefährdeten Tiere stets im Blick und werden dafür nun an heißen Sommerabenden belohnt. Na, wenn man zur Dämmerung hier auf dem Friedhof steht oder bei uns im Pfarrgarten nebenan, da kann man also sehen, wie die Fledermäuse anfangen zu fliegen und ganze Geschwader sausen einen um den Kopf. Und das ist also schon eine tolle Sache. Und ein einzigartiges Naturschauspiel. Ob Fledermäuse, Füchse, Waschbären oder Nutrias, ob am Tag oder in der Nacht. Deutschlands Städte mausern sich immer mehr zu Inseln der Artenvielfalt. Vielen Tieren garantiert das mittlerweile ihr Überleben. Doch auch für die menschlichen Stadtbewohner steckt darin eine große Chance. Denn so können sie ein Stück Natur noch hautnah miterleben. Gleichzeitig aber stellen die neuen Nachbarn Städter auch vor neue Herausforderungen. Sie werden lernen müssen, sich mit Wildtieren vor der Haustür zu arrangieren und sich den Lebensraum Stadt mit ihnen zu teilen.